So, zu kleiner Wechsel und Sie wegen mal wieder ein bisschen bei Daylight hier bei mir auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Nein, ich bin nicht den Kannibalen. Ich habe mir den ein bisschen hochgelevelt, damit ich hier beim Q&Chili bekomme. Das hatte ich mich bis jetzt noch nicht als Perk. Jetzt habe ich es, jetzt überlege ich gerade, wen spielen wir denn. Letztes Mal mit der Hexe, das ging eigentlich relativ gut. Ich will mir ja mal den Clown hier anleveln. Um den mal ein bisschen zu spielen. Ich habe ihn, glaube ich, freigeschaltet. Wenn ich richtig im Kopf habe. Da ist er. Doch, okay. Happy, ja. Gut. Ich muss das Spiel vorhin mal ein bisschen lauter machen. So, funktioniert. Ich gucke gerade mal, was für eine Ausstattung ich drin habe. Welche Perks ich spiele mit ihr. Auf jeden Fall verstören. Überladen. Ruf einer Krankenschwester. Unermittlich. Ja gut, verstörend. Theoretisch ist es 24% erhöht. Ich lasse es aber tatsächlich in meinem Monsterversion schreien. Es geht ein bisschen wascheller dann. Würde ich sagen. Bis die Jungs tot sind, habe ich noch irgendwie einen Mori oder so. Das wäre super. Ja, habe ich. Sehr schön. So, haben wir dann was Schönes drin. Gut. Probieren wir es mal mit der Hexe heute. Auf der Jagd nach Überlebenden. Hoffentlich kriegen wir ein paar Leute. Ein paar gute Leute. Ich bin noch nicht so gut. Ich konnte letztes Mal bei 3 geholt oder so mit der... Aber auch nur dem Mori bedingt, aber wie gesagt, mal schauen, was jetzt drin ist. Schauen wir mal. Gibt es wieder 3 Killerrunden bei mir hier. Und das am frühen Morgen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wird läuft. Sonst natürlich wieder, bis man eine Runde findet. Ich bin übrigens ein Rang 20 Killer, also ja, ich weiß, bin ich auch wirklich. Ich glaube 18 waren wir, glaube ich, oder so, als der Rang Reset kam. Der kam ja am Montag. Kommt ja jeden Monat am 13. kommt der Rang Reset. Also, ja. Also vollkommen okay. Blutpunkte brauchen wir auch, definitiv. Dauert mal ein bisschen, bis wir was finden. Gucken wir mal. Ich werde auch in der Folge ein bisschen weniger quatschen, sondern wenn das Spiel losgeht, definitiv, weil, muss ja auch Überlebende mal hören irgendwo. Seht es mir bitte nach, dass ich dann weniger quatsche. Jetzt am Anfang geht es natürlich ein bisschen besser. Dauert gerade ein bisschen. Ich kann es leider nicht lenken, tut mir leid. So, muss einen kleinen Moment dauern auf jeden Fall hier noch. Hm.
Erwarte bitte nichts ganzes Gutes von mir. Es ist früh am Morgen und man hört es an meiner Stimme, wir sind auch gerade jetzt aufgestanden. Aber dachte ich mir, jetzt was noch mal ein bisschen mit Daylight. Mal wieder so ein bisschen. Ja, aber keiner will mit der armen Hexe spielen, das ist doch blöd. Es muss doch draußen auf dieser Welt irgendwo vier Überlebende geben, die es mit mir aufnehmen wollen. Da, endlich. Endlich, endlich, endlich. Ein Steve Harrington, eine McThomas, ein Bill und eine Claudette. Gott sei Dank keine Taschenlampe, das heißt, wir können in die Runde gehen. Ich hoffe, dass es ungefähr Leute auf meinem Niveau sind und ich hoffe, dass wir eine vernünftige Map bekommen und dann schauen wir mal, wie das ganze Ding hier läuft. Wie gesagt, erwartet bitte keine Meisterstücke hier von mir. In wenigen Sekunden geht's los. Und zwar jetzt. So, schauen wir mal, was das ganze Ding hier so bringt. Mein Mori ist das einzige Abvergabe, die war drin. Okay, das heißt, wir kriegen komplett eine random Map. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht irgendwie mal... gut, wir werden es nehmen, wie es kommt. Wir müssen es nehmen, wie es kommt, liebe Leute. Wir müssen es leider nehmen, wie es kommt. Wenn der Balken unten voll ist, dann geht's auch weiter. Und da werde ich halt ein bisschen was weniger quatschen. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir so zwei bekommen. Da bin ich eigentlich schon zufrieden, wenn die Runde gut läuft. Vier sind natürlich viel besser. Oder drei. Aber ich denke, so zwei. Hoffen wir mal, dass wir die realistisch kriegen. Mit dem Hori sollte es ohne Probleme. Das ist eigentlich machbar sein. Letztes Mal, glaube ich, die erste Runde mit der Hexe überhaupt, die ich gespielt habe. Das waren ja drei Stück direkt mit, die ich dir mitgenommen habe. Aber wie gesagt, zwei durch die Hori und ein durchs Hängen. Jetzt haben wir wieder eine vernünftige Map und wir kriegen Hoggins National Laboratory, also die Map vom Demogorgon. Ist natürlich alles andere als super, aber wir müssen es nehmen, wie es kommt, sag ich doch. So, falsche Taste, ups, L2. So, ich will aber die PS4-Version nebenbei. Und werde jetzt ein bisschen was ruhiger sein. Weil ich auch Überlebende hören muss.
Du, geht das nicht? Bleibst hier? Ja. Es war sinnvoll, auf dem Stahlgitter eine Falle zu platzieren, und zwar so, wie sie gemacht hatten, mich einfach da was reinzuritzen. So spitze Fingernägel hat sie dann auch nicht. So, ja. Das war kein Überlebender, das war nur aus dem Augenblick gegangen, was gesehen. Das ist ein Nebenraum. Digga. Ich bin zwar manchmal ein bisschen nicht ganz helle, was das betrifft. Aber dich habe ich dann doch gesehen. Oh mein Gott. Hauptsache du hängst. So. Der erste, der hängt, ist der Captain. Digga, ich hab dich gesehen. Scheiße. Hör auf zu zappeln. Oha, das ist blöd. Glück gehabt. Also, die sind schon mal hops, zwei Leute. Ah, scheiße. Natürlich, das. Sag ja, ich bin nicht gut, das ist auch nicht meine Map hier irgendwo. Weil wenn ich den Captain erwische und die einer noch erwische, dann habe ich zumindest mal zwei Kills. Aber wie gesagt, die zu erwischen nochmal ist schwierig. So, ja gut, alles klar. Glück gehabt. Kommst du mal her, ich spiele nicht ewig mit dir, die Spiel. Ja,
Den Hardcut hast du noch gekriegt von mir. Glück gehabt. Scheiße. Ja, egal. Wenn ich hier die kriege, wenigstens eine will ich haben. Ja, fuck. Das ist auch nicht meine Map hier. Das ist absolut nicht meine Map hier. Ich weiß, dass du das versuchst. War mir fast klar. Ich habe keinen Nöt, das ist das Problem. Das ist der Captain. Leck mich doch am Sack. Ich krieg den nicht. Ich stehe 100% hier am anderen Ausgang. Voll die Wege, voll die weiten Wege eigentlich, echt. Du kommst mir nicht, Digga. Ah, nerv mich nicht mit deiner Scheißaktion. Dann nehme ich halt einen anderen Haken. Ah, verpiss dich von mir. Ja, danke schön. Scheiß Buddyblocks. Ja, geht einfach. Geht einfach alle raus. Interessiert mich nicht, ey. Drecksäcke. Ja, geht raus, mein Gott. Ist das assi, ihr Idioten, ey. Na gut, das war die. Ich sag jetzt nicht meine Map. Der letzte geht durch die Luke. Und das ewige Rumgetanze, dieses komische Tiegebäcke da am Ausgang, finde ich auch, ehrlich gesagt, respektlos. Ja, was war doch um die Luke? Die wenigstens zu. Dann kann nämlich nur der Ausgang noch bleiben von dem. Aber ich glaube, dass der Ehe da steht und rumwartet auf mich. Komm. Glück gehabt, Drecksack. Sowas Unfreundliches, sowas Respektloses von denen. Ja, weißt du, Level 5 war dabei, ne? Level 5 war Level 9er. Traurig. Traurig. Oh Mann, ey. Da hast du schon fast gar keinen Bock mehr weiter zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Da hast du schon keinen Bock mehr weiter zu spielen. Dieses Rumgetiebecke von allen Vieren, ich finde es was einfach respektlos.